auch Außenverteidiger Michael Lang wird ausgewechselt. Für ihn kommt Tunahane Žižek. Und Žižek ins Mittelfeld geht. Der Mann mit türkischen Wurzeln, erst 18-jährig. Žižek, der neue Mann. Hat ein U19-Länderspiel für Österreich bestritten. Jetzt aber die Möglichkeit zugunsten eines attraktiven Spiels. Žižek, gut gemacht gegen Cabanas. Sutter. Sieben Minuten vor Schluss vergibt St. Gallen diese Ausgleichschance. Links da köpfelt den Ball weg. Žižek mit der Vorlage noch einmal auf frei. Backens, Posten! Zusammenspiel mit Žižek funktioniert ausgezeichnet auf der rechten Seite. Ja genau, Abeklund steht frei, kann abschließen. Und hier der Youngster, Tunahan Žižek. In seinem dritten Einsatz. Žižek. Pamodu. Wieder Žižek. Pamodu. Flanke kommt, Fabian Frey verpasst. 83. Minute. Aber alles in allem ist Garel meistens richtig gelegen mit seinen Entscheidungen. Christian, stay! Steht immer noch auf seiner Handfläche. Achtung, Calabro, Sandro Calabro! Steht einem richtigen Cupfight nichts mehr im Weg. Auch das Wetter spielt mit. Winterthur mit einem ersten Freistoß. Oh, jetzt geht ein richtiges Unwetter hier über der Schütze. Herrliches Zuspiel Foschini und in der Mitte geht Bengondo. Foschini! Zur Pause rausgehumpelt, humpelt ist. War wohl nichts Schlimmes. Schönes Zusammenspiel. Der letzte Pass dann unpräzis. Žižek. Die Nummer 29 ist das. Guter Schuss. 56. Minute. Tunahan Žižek. Ja, man kann sagen, die beste. So kurz. Nochmals der Freistoß. Ja, toller Freistoß. Tolle Parade auch von Vailati. Kakitani verliert den Ball etwas stümperhaft. Oh, toller Abschluss. Ich glaube, es war wieder die Nummer 29. Tunahan Žižek. Ja. Vailati hebt die Arme. Ah, toll gemacht. Und dann die Nummer 29, wieder mit einem Dribbling. Immerhin einen Eckball holt er heraus. Žižek. Gratulieren wir zum Sieg und dem FC Winterthur wünschen wir mehr.
nächsten Mittwoch in der Meisterschaft, wenn es heißt Lausanne gegen FC Winterthur. D'Angelo. Dunahan, G-Check mit einem schwächeren rechten Fuß, 4-2. 47. Minute, Dunahan, G-Check. Mit dem 4-2 für den FC Winterthur, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. D'Angelo mit dem Pass auf G-Check. Der lässt mit einer Körpertäuschung Christopher Pfui aussteigen. Und dann sieht Roland Müller wieder nicht sonderlich gut aus. Muss sich erneut in der nahen Ecke bezwingen lassen. Dunahan Čiček mit seinem zweiten Saisontreffer. Menezes, Doppelpass mit Joao Paiva. Dann Čiček, Dunahan Čiček, 1-0 für den FCW. Ein Traumtor, 8. Minute. Herrlich natürlich auch die Vorarbeit. Dieser Doppelpass zwischen Menezes und Paiva. Ausgangspunkt dieses Tores und dann hält Čiček Volley voll drauf von der Strafraumgrenze aus. Da gibt es nichts zu halten für Zivko Kostadinovic. Hat sich also sofort einen Stammplatz erkämpft. Foschini mit der nächsten Chance für Winterthur. Wieder Tor, 2-0. 17. Minute. Sandro Foschini nach einem perfekten Schnittstellenpass von Dunahan Čiček. Čiček zweifelsohne bisher der Mann des Spiels, hat das 1-0 selbst erzielt und bereitet jetzt das 2-0 vor mit diesem perfekten Pass in die Tiefe. Bunyaku grätscht an.